Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Steinewuchs. Heute mal in einer etwas anderen Perspektive, da wir ein bisschen experimentieren mussten, dieses hübsche Gerät vernünftig auf den Screen zu bekommen. Was ihr da seht, sind die beiden zarten Ladies of Liberty. Also die amerikanische Freiheitsstatue. Einmal als Brickhead und einmal das Architecture-Modell, beides von Lego. Ihr seht, es ist eine sehr imposante Statue und ist auch ein wirklich schönes Modell, was sich wirklich sehr, sehr hübsch bauen lässt. Muss man also wirklich sagen. Unten, ihr habt natürlich viele gleiche Teile mit dabei, was ein bisschen wiederkehrend ist. Aber es ist immer wieder eine andere Konstruktion dahinter und dadurch ist das Bauen sehr, sehr schön, macht sehr viel Spaß. Und auch die Technik, die dahinter steckt, kennt man bei der Freiheitsstatue, bei der großen, die ist ähnlich wie bei den Brickheads. Allerdings ist sie nochmal ein kleines bisschen versteift und natürlich sehr viel detaillierter. Was sehen wir hier? Also das Architecture-Modell von Lego, das ist die Freiheitsstatue 21042. Ist ab 16 Jahre laut Lego. Es sind 1685 Teile und kostet Listenpreis bei Lego 99,99 €. Ist am Mai 2018 erschienen und hat die Abmaße 14,5 x 14,5 in der Grundplatte und 44,5 cm in der maximalen Höhe. Ist also wirklich ein sehr imposantes Modell. Kann man nicht anders sagen. Ich finde das auch schick umgesetzt. Und das Einzige, was ich euch echt sagen kann, sortiert ein wenig die Teile beim Bauen. Ansonsten rastet die irgendwann aus. Spätestens bei diesen ganzen kleinen, abgewinkelten Sachen seid ihr irgendwann am Ende eurer Kräfte. Daneben haben wir natürlich noch unter Brickheads Figur stehen. Lady Liberty, das ist Lego Brickheads Lady Liberty in 40367. Also nicht die Postleitzahl, das ist dann halt die Setnummer. Ab 10 Jahre, 153 Teile, also auch schon ein paar mehr Teile als ein handelsüblicher Brickhead hat. Natürlich die 9,99 € und ist aus Juni 2019. 5 x 5 cm und 10 cm hoch. Wir haben das Ganze natürlich als Doppelpack gemacht, weil das hat sich sehr gut ergänzt. Wir haben hier also nochmal das Brickhead. Ich finde die wirklich sehr gelungen. Ja, hier auch wieder mit diesem Goldaufsatz. Auch dieser Zackenkranz von der Figur ist wieder wirklich sehr schön geworden. Kann man nicht anderes sagen. So, jetzt ist natürlich auch endlich mal wieder scharf gestellt. Ich drehe das Ganze mal so ein bisschen, damit ihr seht, wie die Figur aussieht. Ist also ein wirklich schönes Ding geworden. Bei der Freiheitsstatue muss ich gleich dazu sagen, das Ding ist echt Monster. Ich halte das mal ein bisschen ran, damit ihr so ein bisschen sieht. Hier am Gesicht mit der Hand. Hier die Seite, wo das Buch gehalten wird. Hier haben wir das Fußteil mit diesem abgewinkelten Fuß an der Seite. Und auch hier die ganze Konstruktion. Also da ist wirklich viel dran zu sehen. Es wird nie langweilig, wenn man sich das anguckt. Man hat hier unten dann halt nochmal einen bedruckten Stein, State of Liberty. Finde ich auch immer eine ganz nette Sache. Und im Großen und Ganzen kann man bei diesem Architecture-Set wirklich nichts falsch machen. Es lohnt sich wirklich. Ihr müsst mal ein bisschen gucken. Lego-Listenpreis 99,99 €. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr jetzt bei Amazon um die 70 €. Vielleicht sogar ein bisschen günstiger, wenn ihr Glück habt. Müsst ihr einfach mal ein bisschen gucken. Und der Brickhead, die Lady Liberty, die kleine, mit 9,99 € ist relativ aktuell noch. Da kann man aber auch gucken, kriegt man das vielleicht auch irgendwo ein kleines bisschen günstiger. Aber darum soll es halt nicht gehen. Wir haben jetzt dieses kleine Special gemacht für euch, damit ihr die beiden
oder die größten Unterschiede man sieht von diesen beiden Sets, die ja nun auch wirklich fast das gleiche kosten. Also wenn man mal die Kommastelle ein bisschen hin und her schiebt, ist das quasi der gleiche Preis, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich ein kleiner Unterschied. Ich hoffe, es hat euch soweit Spaß gemacht. Wir wollen auch gar nicht weiter groß ins Detail gehen. Wir haben das Wichtigste erzählt. Wir haben euch die Teilanteile gesagt und unten in der Videobeschreibung werden wir euch noch einen Link zu Amazon machen. Also wenn ihr uns da ein kleines bisschen unterstützen möchtet, dann geht über diesen Link und kauft euch diese wunderbare Freiheitsstatue. Dann kriegen wir ein ganz kleines bisschen vom Kuchen ab und können vielleicht das eine oder andere Set da nochmal refinanzieren durch. Das war's von uns. Ich war wieder mal der Vorminger von Steinewuchs und wünsche euch einen wunderschönen Abend. Viel Spaß bei weiteren Videos. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal, dass ihr solche netten, kleinen, kurzen, prägnanten Reviews nicht wieder verpasst. Zwischendurch werden wir auf alle Fälle noch mal ein paar ältere Sets kommen, wie zum Beispiel der Naboo in 1 Starfighter, wo ich ja schon eine kleine Sammlung aufgebaut habe. Und wir werden uns auch noch größere Sets angucken, wobei ich da muss ich noch mal gucken wegen der Kameraeinstellung. Aber okay, das in einem späteren Video. Wir sind erstmal raus. Bis dann, euer Vorminger von Steinewuchs.